wollte einfach was machen mit der Hand. Das, was mich einfach wirklich überleben kann, das, was ich benutzen kann. Weil mit einem Bürojob oder mit einem Job, was da eigentlich bloß in meinem Computer sitzt und so weiter, es ist sehr schwer zu erkennen, was man eigentlich wirklich arbeitet. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man mal was mit der Hand erschafft, was man dann auch wirklich benutzen kann, was man in der Hand hält. Und dass man sieht, was man eigentlich gemacht hat. Deswegen finde ich das wichtig, dass man das dann auch entsprechend gut behandelt und sich Zeit nimmt, um sowas entstehen zu lassen. Und die Zeit ist eigentlich mit ist wichtig, das Wichtigste an den ganzen. Qualität ist ein Zeichen von Zeit, was man aufwenden will für das Ganze. Also ein Laie würde niemals auf die Idee kommen, wie viel Arbeit eigentlich hinter dem Ganzen steckt. Für so eine Klinge, das sind Stunden Arbeit, wirklich aufwendige Arbeit, bis hin zum Montieren vom Griff. Also es ist so, dass der Jörg und der Josef extrem viel Ahnung haben von dem, was sie machen. Denn man kann es nicht sagen, man macht es einmal und dann ist es, dann funktioniert es immer. Ich mache es mit der Hand. Das heißt, ich schaue, dass ich den Rohling per Hand schmiede und die aber mit richtig kräftigen Maschinen. Um die so leicht zu bedienen zu können, brauchst du wirklich gutes Gefühl. Und die zwei haben das schon richtig gut drauf. Das für mich ist Schmieden abschalten von dem alltäglichen Stress. Einfach das zu machen, was ich wirklich will, wann ich es will und wo ich will. Das ist einfach die Freiheit, die wir noch haben, zu schmieden einfach. Vor allem auch, was mir wichtig ist, dass die Handwerkskunst, das Schmieden allgemein nicht ausstirbt, dass es weitergeführt wird und die Prozesse, die man da drin durchgeht, also von der Herstellung vom Stahl bis zum fertigen Messer oder bis zum fertigen Objekt, das ist für mich einfach das Schönste. Im Endeffekt ist es dann quasi der Stahl, was er durchlebt während dem Schmieden, also beim Damastherstellen, ist im Endeffekt nichts anderes wie Sex. Zwei Materialien werden aneinandergefügt, sie heiraten, sie verbinden sich und das Endprodukt im Endeffekt ist das Kind, das fertige Messer. Anders kann man es nicht beschreiben. Ja, beim Schmieden haben wir halt Temperaturen bis knapp 1200 Grad zum Verschweißen vom Material. Nach dem Schmieden ist alles komprimiert und die Moleküle oder die Atome vom Stahl sind so und so und so, also total wirr. Deswegen tun wir nach dem Schmieden und nach der Bearbeitung das Weichglühen, dass die Atome alle schön weich und in eine Richtung sind. Nach dem Weichglühen, nach dem Finishen der Klinge, tun wir das bei 840 Grad härten. Das ist quasi wie ein Schock beim Härten. Und nach dem Schock muss man ja versuchen, wieder eine gewisse Zähigkeit hineinzubringen. Und darum lassen wir dann die Klinge bei 200 oder bis 250 Grad, jeweils kommt auf die Materialien drauf an, was drin sind, für eine Stunde oder zwei Stunden Abwechslung drin, dass dann die Sprödigkeit rausgenommen wird. Das ist, jeder Stahl braucht eine andere Wärmebehandlung. Also das ist da speziell auf dem Stahl abgetrennt. Es war das Interesse einfach schon als Kind an Messern auch und so. Dann habe ich mit 12, 13 im Keller von meinem Vater aus einer alten Feile schon mal ein Messer rausgeschliffen. Und dann, ja gut, waren später natürlich ein paar andere Sachen wichtiger, wenn man älter geworden ist. Und irgendwann kam das Interesse einfach wieder und auch die Zeit dazu. Und vor allem auch die Möglichkeit, mit einem Kumpel zusammen eine Werkstatt aufzumachen. Und sich denken einfach, dem Hobby einfach zu widmen und so. Erstmal ist es das Falten an sich. Der Prozess ist natürlich, um höhere Lagenzahlen herzustellen und die Optik damit zu verfeinern und an sich auch die Qualität eigentlich vom Stahl in die Richtung zu bringen, die am Schluss die Klinge haben sollte. Dass der feiner, erfeinerter Mast hat natürlich immer noch die Eigenschaft und so von einem
Stahl, der sagen wir mal, zäh ist, und den Stahl, der sehr hart ist und brechen würde, die Eigenschaft miteinander zu kombinieren, macht man das eigentlich. Das immer wiederkehrende Falten und so. A zum Teil, um den Stahl zu raffinieren und dann zu reinigen. Naja, wenn man ein Projekt hat, dann versucht man natürlich, die optimalen Materialien zu haben und auch optimal zu verarbeiten. Und da suche ich mir natürlich den schönsten Damast oder Stahl aus, der sich dafür eignet. Zum Beispiel jetzt von der Schmiede Schwabach. Und dann muss ich ihn natürlich so gut wie möglich weiterverarbeiten. Ohne den Stahl würde das Messer nur halb so schön ausschauen. Aber es machen ja auch noch andere Materialien das Messer aus, also aus was der Griff ist, aus welchem Metall oder welchem Holz. Und diese ganzen Sachen gehören natürlich auch so verarbeitet, wie es sich gehört. Und da versuche ich halt schon immer den besten Weg zu finden. Now we have nearly the position, just a millimeter here in the front. Then I have to change a bit on this and then it will close and be in the right position when it's closed. Da streiten sich die Götter. Der eine sagt so, der andere so. Aber meiner Meinung nach zeichnet eine gute Klinge aus A, die Schneidhaltigkeit, die Feinkörnigkeit vom Material, die Geometrie der Klinge. Und wenn das alles zueinander passt, dann hat man ein gutes Messer. Also auf was ich Wert lege beim Messermachen allgemein ist, auf die Funktionalität. Das ist mir sehr wichtig, dass auch das Messer, egal wie aufwendig der Damast ist, wie aufwendig das Messer gemacht ist, dass man das auch benutzen kann. Dass man damit auch wirklich schneiden kann oder mal ein Holz, einen Baum schnitzen kann oder so. Auf das lege ich Wert und natürlich auch auf die Optik und auf die Verarbeitung. Mir ist ganz wichtig, dass wirklich alles zueinander passt, ob das jetzt die Schrauben sind oder die Phasen am Griff, dass das auch stimmig zum Messer ist. Also bringt mir dann so eine Motzklinge, wenn der Griff nicht schön ist. Das soll vom Aussehen alles zueinander passen und stimmig sein. Was wirklich dann schon der letzte Schritt ist eigentlich, um die Klinge dann fertig zu machen. Die Auswahl der Griffmaterialien ist eigentlich genauso wichtig, finde ich. Jetzt kann man zum Beispiel mal ein Höllesholz nehmen. Ich würde sagen, das passt eigentlich nicht. Das ist zu wild, auch für die Klinge an sich. Ich behaupte mal einfach, so wie Konfuzius sagt, der Weg ist das Ziel. Es gibt einfach den Wunsch, alte Techniken weiterzumachen. Und würde ich sagen, warum gibt es teure Uhren, die jemand herstellt, wo extra noch handgemacht sind? Die verkaufen sich auch, obwohl es ein Handy gibt, wo auch die Zeit angezeigt wird. Also da gibt es viele Items, die man kaufen kann, ganz billig, aber wovon es auch handgemachte Dinge gibt. Und so ist es bei Messern genauso. Ein Messer braucht Zeit. Und die Zeit möchte ich investieren. Ich kriege jemanden, der möchte, ich habe einen Kunden, der möchte ein tolles Messer haben. Der sagt mir, wie es ausschauen soll. Wir besprechen das, ob es umsetzbar ist. Und ich kann mit ihm einfach dann gemeinsam ein tolles Messer für einen Planer, das er dann auch wirklich benutzt. Das ist mir das Wichtigste. Zeit zu investieren, Zeit zu haben. Dann bleibst du auch kreativ. Zeit ist Kreativität. Das ist mir wichtig.